Hast du krasse Gegner bisher? Wie schaut's aus? Oh, Digga, ich muss mich gerade so konzentrieren. Oh mein Gott. Oh, Alter, als Achter rein. Ich muss, Digga, ich muss richtig tryharden. Hier sind richtig krasse Tryhards in der Lobby. Okay, es sind drei raus. Vier sind raus. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Und zwar gibt es heute ein ultra lustiges StumbleGuys Video. Wir werden uns gleich mit Lumax treffen zum Aufnehmen, Leute. Und ich dachte mir auf jeden Fall, Lumax ist ja ein YouTuber, der schon mal den ein oder anderen geprankt hat. Ihr seht hier mal ein paar Beispiele. Ne? Also er hat schon das ein oder andere Mal auf jeden Fall andere YouTuber geprankt. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht muss auch mal Lumax geprankt werden, Leute. Und deshalb habe ich mir etwas ausgedacht. Und zwar habe ich ja das Format, wo wir Kronen pushen. Also in 30 Minuten zum Beispiel möglichst viele Kronen zu erreichen. Und das machen wir ja immer in normalen Spielen gegen echte Spieler. Das ist auf jeden Fall relativ schwierig. Da schafft man so ein paar, wenn man gut ist, auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass Lumax besser ist als ich. Ja, also er hat schon auf jeden Fall mehr StumbleGuys gespielt. Aber ich werde auf jeden Fall heute das so machen, dass ich in echt, also heimlich, eine Gruppe erstellen werde, wie hier jetzt zum Beispiel, und eine Lobby. Dann werde ich mit meinem zweiten Handy in diese Lobby joinen. Ne, ich mache das jetzt einfach mal vor. Okay, Leute, jetzt habe ich zum Beispiel zwei Spieler in dieser Lobby und kann dann einfach die Runde starten und spiele nur gegen Bots, also viel einfachere Runden als eben Lumax. Und dann, ja, sollte es auf jeden Fall hoffentlich schaffen, deutlich mehr Wins zu holen als er, also deutlich mehr Kronen. Da wird er wahrscheinlich echt denken, hä? Ich dachte, Lukas ist gar nicht so gut in StumbleGuys. Da wird er bestimmt ein bisschen verwirrt sein. Wenn er auch mal versuchen, zwischendurch ein bisschen Hops zu nehmen. Mal schauen, ob das klappt. Ihr seht schon, ne? Das dauert zwar ein bisschen länger, bis das Spiel startet, aber dafür ist es eigentlich ein 100%-Win, Leute. Und genau, ich zeige euch das einfach mal jetzt ganz schnell an einer Beispielrunde eben. So, Leute, und ihr seht schon, Alter, First Try, First Win ist auf jeden Fall, ja, ziemlich easy, ne? Und so werde ich ihn auf jeden Fall ein bisschen hops nehmen und sehr, sehr viele Wins auf jeden Fall schaffen eben. Und ich würde sagen, wir starten damit direkt rein. Let's go. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sind heute mit einem ganz besonderen Gast hier am Start. Und zwar mit Lumax. Moin Moin. Yo, was geht ab, Leute? Ja, Lukas, freut mich, dass ich hier heute am Start sein darf. Ich nehme mal an, wir machen StumbleGuys Challenge. Erzähl mir direkt mal, was die Sache ist, was wir heute machen. Ja, genau, Leute. Also auf jeden Fall erstmal schon mal sehr, sehr geil, dass du am Start bist. Und wir machen heute auf jeden Fall das gute alte Kronenduell. Also ich weiß nicht, ob ihr, genau, ob du das schon kennst, aber ich habe das schon zweimal gegen Pat gemacht. Und zwar geht es darum, Leute, man geht auf jeden Fall gleichzeitig in normale Runden rein und versucht innerhalb von 30 Minuten mehr Kronen zu sammeln, also mehr Wins zu holen. Und genau, also wie viele Kronen hast du eigentlich insgesamt schon? Boah, also ich habe gerade aktuell 74 Kronen. Ich weiß nicht, ist das viel? Wie viele Kronen hast du? Ich habe 25, also du hast auf jeden Fall schon dreimal so viel immerhin. Also keine Ahnung, wir werden auf jeden Fall sehen. Glaubst du, also was schätzt du erstmal, wie viele schaffen wir es so? Boah, also ich sag dir ehrlich, also ich würde schon sagen, ich bin schon ein guter Spieler so. Mhm. Ich glaube, ich hätte auch sogar noch ein bisschen mehr Kronen, aber ich bin auf unterschiedlichen Accounts. Ich habe auf dem hier nicht mehr so lange gespielt. Aber ich glaube, in 30 Minuten, ich glaube, eine Runde geht immer so 3 Minuten. Ich würde schon sagen, wenn ich gut bin, denke ich, kriege ich mindestens 6, 7 hin, denke ich schon. Okay, ja. Könnte machbar sein. Okay, bin ich mal gespannt. Also Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, ne? Kostenloses Abo, ihr wisst Bescheid. Und ja, wenn du ready bist, dann sag Bescheid, dann würde ich gleich einen Countdown dann starten. Dann können wir gleichzeitig auf Spielen drücken. Safe, ja, dann. Ich bin eigentlich ready. Mein Skin ist drin. Okay. Dann zähl ab, dann würde ich sagen, können wir reingehen. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, 3, 2, 1 und go! Der Countdown läuft! Oh mein Gott, Alter. Okay. Jetzt wird richtig reingeswertet. Aber jetzt heißt hier wirklich Hasse, ne? Ja, jetzt müssen wir gucken. Was sagst du eigentlich, was denkst du, wie viel Kronen schaffst du in einer halben Stunde so ungefähr? Boah, also ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen verbessert, aber ich bin natürlich noch nicht der allerkrasseste Spieler bisher. Ich würde mal schon schätzen, dass ich so mindestens so 3 bis 4 schon schaffen könnte. 3 bis 4? Ja, 3 bis 4. Ist was auch krank, wenn wir immer gleichzeitig starten, stell dir mal vor, wir schaffen es einfach einmal in die gleiche Runde reinzukommen. Ja, das hatte ich mit Pat letztes Mal einfach. Ah, okay. Da waren wir einfach gleichzeitig in der Tilefall drin. Welche Map hast du gerade? Ich habe Humble Stumble und du? Humble Stumble, ich habe Jungle Roll gerade. Oh, lol. Ist auch echt mal ein bisschen lucky, weil manche Maps, beispielsweise so Team-Matches, so Stumble Stocker dauern ja voll lange immer, weißt du? Das ist dann voll verlorene Zeit immer. Also, du musst echt ein bisschen Glück haben hier, dass du ein paar nice Maps erwischst. Das stimmt. Und vor allem auch so Stumble Stocker, das kann man ja auch nicht beeinflussen, ne? Ob man da quasi gewinnt oder nicht. Wenn du halt ein schlechtes Team hast, dann war es das halt so, ne? Da kannst du echt nichts machen. Genau. Also, ich glaube, Pat hat auch sogar letztes Mal, als so Stumble Stocker kam, einfach so die App geschlossen und so neu reingestartet, weil es schneller geht quasi. Aber ich bin jetzt gerade schon qualifiziert fürs Finale. Bist du auch schon drin?
Genau, bei mir ist noch gerade Handelssammel, also so 13 von 16 gerade. Ach so, okay, okay. Genau, bei mir ging es nicht ganz so schnell. Entspannt. Okay, was kommt bei dir als Finalgame? Bei mir ist gerade noch Endscreen hier, jetzt lädt die Map einfach. Ich bin gespannt, was ich bekomme. Es lädt noch. Ich hoffe auf ein nices Game, so wie Supercell, da bin ich richtig gut. Und ich krieg Laser Tracer, okay, nice. Meistens ist eine Map, die schnell vorbei ist, also auch gut. Ich kann ja ein bisschen Zeit sparen. Also rein von der Zeit her sehr, sehr schlau. Auch mit Box-Emote und so kannst du hier die ein oder andere Gegner rausboxen. Also von daher ist ein nice Match eigentlich. Ja, ja, stimmt. Was ist eigentlich deine Lieblingsmap? Auf welche Map spielst du am liebsten, sag mal? Also ich glaube, also von den Final-Maps auf jeden Fall sogar auch Laser Tracer. Ja, ja. Genau, und ansonsten feiere ich auf jeden Fall. Ah, Honey Drop feiere ich auch sehr. Oh, Honey Drop kommt aber relativ selten, finde ich teilweise. Ja, also habe ich auch das Gefühl. Aber ich finde das immer einfacher zum Beispiel als so Block Dash oder Laser Tracer sogar. Also Honey Drop. Aber geht's dir auch so? Ich finde Lava Land kommt voll selten bei mir. Ich habe voll lange kein Lava Land mehr bekommen. Das stimmt, das aber stimmt. Ich feiere die eigentlich auch Ultra, die Map. Aber die kommt einfach viel zu selten, finde ich. Ja, ja, das muss ich aber auch sagen. Okay, ich habe als nächstes Jungle Roll. Let's go. Was? Du bist schon im Finale? Ich bin immer noch im. Ich bin immer noch. Im Halbfinale? Ist das bei dir jetzt schon Finale? Achso, nee, das Halbfinale. Halbfinale. Achso, okay. Genau, genau. Ich habe mich qualified. Ich bin jetzt, glaube ich, gleich im Endgame schon drin. Oh, okay, okay. Also läuft nicht schlecht bisher. Boah, ich muss richtig tryharden. Hier sind richtig krasse Tryhards in der Lobby. Boah. Also bei mir gehen die Gegner eigentlich. Ich bin jetzt gespannt. Ich muss die Runde jetzt gewinnen, dann wäre das meine erste Krone. Lost Temple, oh nein! Oh, okay, das ist krass. Ja, kannst du da die Abkürzung so, oder? Was heißt Abkürzungen? Also ich bin schon gut in Lost Temple. Aber hier ist immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ist immer ein bisschen lucky auch mit diesen Stacheln, weil die muss halt Glück haben, dass du gerade gut timest. Ja, das stimmt. Ich habe gerade echt viele Gegner vor mir irgendwie, warum auch immer. Und ich habe gerade hier, das Timing hat vielleicht ein bisschen reingekackt. Und jetzt bin ich hier relativ weit hinten und einer ist hier richtig krank vor mir. Oh mein Gott. Oh, Alter, als Achter rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist einer vor mir. Nein, ich schaff's glaube ich nicht. Hier ist einer richtig gut gerade dabei. Scheiße. Oh. Ja, bei Lost Temple ist es immer schwierig, finde ich, dass man so schnell durchkommt, ohne so irgendwo dran zu hauen. Also an irgendwelche Stacheln oder so. Oh, okay, er ist der Beste. Er hat gerade noch Prick gemacht, er ist wirklich der Beste. Ich habe hier wirklich den krassesten Spieler aller Zeiten bekommen. Oh. Scheiße, nein! Ich hab's nicht geschafft, oh mein Gott. Uff, okay, bei mir kommt jetzt Finale und... Okay. Oh, Laser Tracer kommt bei mir. Okay. Boah, hast du ein Glück. Ich gehe direkt in die nächste Runde rein, oder? Ja, ne? Genau. Also es geht ja auf Zeit. Okay. Wir haben noch 26 Minuten. Ja, ja. Muss einfach so schnell wie möglich die Wins holen. Safe. Okay, Leute. Laser Tracer. Okay, ich gebe alles. Also Laser Tracer ist nice, aber ich finde Lavaland sogar fast noch ein bisschen cooler irgendwie. Oh, krass. Also Lavaland. Mhm. Weil Lavaland kommt halt seltener und dann ist es einfach ein bisschen mehr, keine Ahnung. Oh. Okay. Hast du krasse Gegner bisher? Wie schaut's aus? Oh, Digga, ich muss mich gerade so konzentrieren. Okay, ja, ich weiß, am Ende ist es immer richtig schwierig. Digga. Okay, noch zwei Leben. Zwei Leben? Okay, du könntest es echt schaffen. Bei mir hat schon wieder einer hier den Kick-Emote. Ich sehe schon, kommt wieder eine richtige Tryhard-Runde bei mir. Das Ding hat, ich habe halt viel schwierigere Gegner, ne, weil ich so viel Kronen schon habe auf dem Account. Aber ja, egal. Ja, klar. Oh, mach let's go! Durch. Erste Krone. Hast du es geschafft? Ja, let's go, Mann. Boah, stark. Okay. Nice, stark. nice. Okay, fängt schon mal gut an, Freunde. Fängt schon mal gut an. Das muss auf jeden Fall natürlich alles geben hier. So. Ich habe keinen einzigen Bot in meiner Runde. Also ich habe wirklich hier wirklich nur Tryhards gerade. Auch so andere Special Emotes. Und wie gesagt, einer hat sogar den Kick-Emote gehabt. War richtig krank. Ja, okay. Also das sind dann schon Schwitzer, ne? Hast du schon Schwitzer erwischt? Ja, ja. Aber eigentlich, also ich dachte eigentlich auch, dass man schwierigere Gegner bekommt. Aber Pat und ich waren zum Beispiel auch in derselben Lobby, obwohl er ja so 160, 170 Wins oder so hat. Boah, so viel Wins hat er? Krass. Genau, wir waren in derselben Nein, Lobby. Nein, ich krieg Stumble-Socker. Ich fass es nicht. Oh mein so Gott, wirklich? Ja, ich lohne mich das jetzt zu spielen, komm, ich zock's einfach mal, vielleicht habe ich ja Glück hier. Ja, ich habe Pain Splash tatsächlich. Die Gegner sind richtig am Tryharden hier, Team Gabe ist hier wirklich, die haben gerade das Tor abgewehrt hier wie, keine Ahnung was. Also, die kriegen hier echt kein Tor rein, die sind echt richtig krass hier dabei gerade. Ja, ich kann's mir vorstellen, also ich find sogar Stumble Soccer noch schlimmer als Rocket Rumble. Ja, bei Rocket Rumble hast du irgendwie so keinen großen Einfluss auf das Match, weil du halt, keine Ahnung, wenn du runtergeschossen wirst, du hast immer so einen ewigen Weg bis zu einer Flagge und dann ist es halt immer einfach so ein bisschen, wer spawn-trappt hier wen. Deswegen ist das damit sogar echt ein bisschen besser, was Team-Matches angeht. Aber ich feiere Team-Games allgemein nicht. Und wir haben hier schon fast Halbzeit und es hat noch keiner ein Tor gemacht. Das ist ja echt Gott. So ein Ding, wer wahrscheinlich das erste Tor machen wird. Stell dir vor, du kommst in die Verlängerung noch hier auf Zeit. Boah, ich überlege, das wäre echt besser gewesen, wenn ich einfach neu gestartet hätte, aber da ist das erste Tor bei uns drin. Scheiße, nein! Man weiß es halt nicht, ne?
Nein. Okay. Also ich habe bisher einen Win, ist schon mal ein guter Start, also... Ja, safe. Das ist echt, aber du kriegst safe auch noch mindestens einmal, denke ich, mein Team-Game. Ich hoff's ja, einfach. Das kann echt. Dann wärst du ein bisschen ausgeglichen hier. Nice, meine Mates sind einfach AFK, fühle ich. Lol. Ich einfach, ja, aber hier ist einfach einer AFK bei mir. Nice. Warte, du bist Team Gelb oder Team Blau? Ich bin Team Blau, das ist Team, was gefühlt immer verliert irgendwie. Team ja, ja, ist irgendwie ist es immer so, ne, dass immer nur ein gewisses Team gewinnt irgendwie. Ich hab einen Chor reingemacht, bin der Beste. Let's go. Oh, sehr stark. Ich bin aber jetzt gerade 1-1. Jetzt ist hier echt gegen Halbzeit. Jetzt bin ich gespannt. Ich komme hier echt drauf. Ich kriege echt die Verlängerung. Ich fasse es nicht. Ja, wirklich noch die Verlängerung. Aber ja, wer macht jetzt das nächste Tor rein? Ich habe übrigens als zweites gerade Pivot Push. Boah. Okay. Ey, Kacke, es steht hier immer noch Verlängerung hier. Das ist jetzt so eine lange Staffelsocker-Runde. Das kostet mich gerade so viel Zeit. Oh nein. Glaubst du, ihr schafft's? Das nächste Tor. Oh, ich weiß es nicht. Alle drei Bälle sind gerade beim Gegnertor. Also, es sieht nicht schlecht für uns aus, um ehrlich zu sein. Aber da rusht gerade einer hier vor. Ich glaube, wir verlieren das gerade. Schaut's aus, wie wir das verlieren. Ey, das wäre richtig belastend. Da hast du auch richtig Zeit gewastet, ne? Ja, ja, ich hoffe einmal, wir müssen das jetzt gewinnen. Aber alle drei Bälle wieder im Gegnerbereich. Also bisher schaut's nicht schlecht aus. Ich boxe jetzt einfach mal ein. Ja. Zack, Junge. Okay. Nein, da zwei geht, glaube ich. Nein, ich hab. Oh Gott. Wir sind halt drei Gegner, die sind einfach das Tor bewachen bei den Gegnern. Und bei uns geht's, glaube ich. Oh nein. Aber die haben ja alle den Kiki-Mode. Und stell dir einfach vor, ich schaff's jetzt, mich zu qualifizieren, aber verliere trotzdem das Finale. Das ist trotzdem ja. Boah, das wäre richtig mies. Boah, ich bin jetzt. Immer noch in der Verlängerung. Oh, immer noch? Was? Ich bin jetzt wieder im Finale. Das kostet so viel Zeit, es ist die ganze Zeit. Wir kriegen hier kein Tor rein. Scheiße. Ich bin jetzt im Finale, Bombardement habe ich. Ich hasse das aber ehrlich gesagt, die Map. Ey, ich bin immer noch im Finale. Ey, komm schon. Wenn das Gegnerteam jetzt ein Tor macht, werde ich richtig sauer, Alter. Ich sag dir ehrlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich rush hier gerade ganz alleine vor. Hier ist fast kein. Oh mein Gott. Mach, glaube ich, das nächste Tor rein. Oh Gott, ich mach hier auch nicht. Ich krieg hier kein Tor rein, es steht immer noch Verlängerung. Ich fass es nicht, das ist die längste Samstagrunde meines Lebens. Oh mein Gott, als ob, Digga. Hä, so lang ist aber schon heftig, oder? Ja, die läuft immer noch, weil hier niemand ein Tor reinbekommt. Das ist Kreis, das ist wirklich, hier kriegt niemand ein Tor rein. Jetzt ist es vorbei bei uns, ich glaube. Oder? Ich weiß nicht. Ah, es ist immer so knapp hier. Wir haben das nächste Tor gemacht, oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ich bin so lost, Alter. WTF. Ich bin qualified fürs Finale jetzt. Ganz wichtige Hase. Ah, nein. Hast du verloren? Ja, ich bin raus. Boah, krass. Yep. Ich habe jetzt Honeydrop als Finale, ne? Oh, okay. Da kann man aber schon reinzwerten, aber es dauert lange, ne? Wir sind halt jetzt hier gerade nur zu fünft im Finale, ne? Das wird jetzt hier echt eine lange Runde auch wieder, leider. Aber ja. Egal. Alles für die Krone. Honeydrop ist die Meta, wenn du alleine auf einer Plattform bist. Okay, warte mal. Ich boxe ja jetzt einen runter. Scheiße. Oh mein Gott, ich bin zwei Plattformen nach unten gefallen. Oh nein. Oh mein Gott. Digga, ich muss mich so konzentrieren wieder, weil ich habe jetzt hier verloren. Ich will heute auf jeden Fall so. Der hat mich geblockt im Sprung. Let's go. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall unbedingt den zweiten Win holen. Bist du raus oder nicht? Nee, ich bin immer noch drin. Der hat, glaube ich, das Game gewonnen. Ja. Ich bin rausgefallen. Oh nein! Nein! Ey! Uff, als ob! Kacke, ich tue nur was so gewasted time. Oh nein, egal, direkt rein in die nächste Runde. Bei mir kommt Jungle Roll jetzt, okay. Ist Finale? Nee, Halbfinale. Achso, okay. Ich glaube schon, dass das ein bisschen was ausmacht, die Krone, weil ich glaube, also hast du Namepacks an? Okay, oder? Nee. Aber du siehst ja immer am Endscreen die Namen, ne? Hast du manchmal so ein paar Leute dabei, die irgendwie Stumble Guys heißen irgendwie? Nee, eigentlich nicht so. Also, dann hast du, glaube ich, keine Bots. Aber ich habe hier voll viele Gegner immer mit diesem Kiki-Mode. Ich krieg hier echt gute Gegner, das ist echt krass. Aha, okay, lol. Okay. Also, ich habe auch schon ein paar gesehen, die halt so Boxen vor allem, ne? Also, das habe ich schon öfters gesehen. Ja, Boxen haben aber allgemein viele irgendwie. Ja, weil es wahrscheinlich jetzt im aktuellen Stumble-Pass auch ist, ne? Aber ich bin jetzt gerade qualified fürs Halbfinale, ich bin mir jetzt gespannt. Okay. So. Okay, ich muss auf jeden Fall mich jetzt hier beeilen, Digga. Ich brauche jetzt unbedingt schnell einen zweiten Win. Vielleicht hast du mich auch hops genommen. Du hast schon so drei Wins oder so, wer weiß. Nein. Also ich sag dir ehrlich, ich habe for real läuft gerade nicht gut bei mir. Ich habe bisher noch keinen einzigen Win. Ich weiß nicht, wie viele Runde ist es bei dir jetzt gerade? Boah, insgesamt meinst du? Ja. Boah, kein Plan. Die vierte oder fünfte wahrscheinlich? Die vierte. Ich glaube die vierte oder so, ja. Ich glaube, ich habe jetzt gerade mal die dritte Runde bei mir. LOL! Hast du so lange gebraucht?
Ich war richtig, ich hab bestimmt 3 oder 4 Minuten auf Sabelzucker gefallen. Ja, das ist mega belastend, ne? Die und schwitzen hier echt mega rein gerade. Oh, ich hab mich als erster qualifiziert hier. Sehr wichtige Hase. Oh, sehr stark. So. Oh! Das heißt für mich gleich Finale. Na, Digga, nein! Ich bin einmal runtergefallen. Kennst du diese... Hast du wieder verloren? Ja, diese Blöcke, die einen so wegschieben, ne? Kennst du die? Ja, ja. Da bin ich aus Versehen, ich wollte so warten, bin aus Versehen so dran gelaufen dann an den einen. Dann, ja. Du hast bisher auch nur eine Krone, ne? Ja, ja, nur eine. Und du? Ich hab bisher noch 0 Kronen. Uff. Ja gut, muss jetzt wieder neu starten, die Runde. Ich bin Halbfinale Superstar, das ist sehr wichtig, weil die Map habe ich studiert. Ich habe Superstar, habe ich gebaut. So ein Ding ist das. Okay. Der Ingenieur von der Map. Also da tust du richtig Tryhard auch so mit so diesen Jumps. Ja, also Jumps und so. ich mach Superstar only mit Abkürzungen. Also ich rutsche eigentlich die ganze Zeit immer, ich springe immer so, weißt du, von Rutsche zu Rutsche so. Ja, genau. Es gibt eigentlich relativ viel. Und auch unten, wo diese komischen Felder sind, also dieses Windrad und so, ich tue da einfach ganz am Rand immer lang rutschen, dass ich quasi alles skippe quasi. Ja, ja. Ah, wobei. Ich hab gefailt, oh scheiße, nein, die failen zwar gerade alle. Wobei. Oh mein Gott, ich schaff's! Nein, ja, mein erster Sieg, oh mein Gott, so wichtig. Oh mein Gott, stark. Wichtig, meine erste Krone hier. Jetzt steht's 1-1 gerade, ne? Ja, 1-1, 1-1. So, bei mir lädt die Map gerade. Und ich krieg als Halbfinale Bombardement. Boah. Oh, die Map mag ich gar nicht, sag ich ehrlich. Kein großer Einfluss immer so, finde ich. Drauf. Ja, ja. Die Bomben fliegen halt immer random. Wenn du Pech hast und die dich halt tippet, dann war's das halt. Puh. Okay, ich bin qualified fürs Finale. Sehr wichtig. Nice. Spannend, okay, bin echt super Slide, Digga. Ich muss ehrlich sagen, also manchmal kriege ich die ganz gut hin, manchmal noch nicht, aber. Ja. Der weiß ganz genau. Ich hab gefailt. Ja, das war's. Oh mein Gott, ja, das war's. Ich hab grad den fettesten Fail gemacht. Die Runde ist jetzt schon, die ist jetzt schon gerastet. Ist jetzt schon. Ich hab hier den größten Fail gemacht. Oh ja, okay, das ist belastend. Ja, ich kann die Runde quitten, das sind für mich richtig fett vor mir. Ja, ich verlasse die Runde einfach. Ich sag, das bringt sie gar nicht. Das war's. Ein Fail auf Space Race und dann war's das. Uff, okay, ich bin im Finale, aber let's go. Was, Digga? Ken? Klein Finale? Wir kennen alle hier die Tricks, Digga. Das, oh, let's go! Nice, Digga. Win ist am Start. Okay, ich hab richtig Glück gehabt. Also ich benutze immer bei der Map keine Abkürzung irgendwie, weil ich finde immer, wenn man durch die Mitte perfekt durchläuft, ist man ein bisschen schneller. Echt gespannt jetzt. Ich hoffe, das wird was. Ich krieg wieder ein Teamgeld. Ey, das ist doch unlucky. Oh, nee. Was bekommst du? Nein, ja, ich bekomme hier Rocket Rumble. Aber ich geh raus. Das sind 2 Minuten dauert das wieder. Das ist wieder 2 Minuten geracet, auf keinen Fall. Oh. So, Halbfinale wird wieder qualifiziert. Ich hatte einfach nochmal Cannon Climb, also direkt als erstes dann wieder. Und let's go. Okay, ich bin im Finale. Let's go. Let's go. Puh, Alter, man muss schon gut tryharden hier bei den Gegnern, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt auch gerade hier 2, habe ich immerhin gesehen, mit dem Inferno-Drachen auch. Okay, das kommt bei mir ins Finale. Ich mache jetzt mal den Lukas-Run und laufe hier wirklich einfach konstant durch die Mitte. Ja, ja, safe. Okay, Over and Under Finale, ui. Boah, das ist auch eine Map, wo es sehr schwierig ist zu gewinnen. Am Ende, du kannst richtig weit vorne sein, aber am Ende diese Platten an der Wand, die können richtig, richtig weit nach hinten gehen. Ja, ja, das stimmt, ich weiß, was du meinst. Die machen hier wirklich alle die Tricks, das ist richtig krass, die sind alle hier am Tricks machen. Ich bin wirklich die krassesten Dinger. Und dann boxen die auch noch hier auf dem Weg ins Ziel. Boah, richtig ehrenlos. Ey, ich wurde kurz vom Tier. Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie ehrenlos! Wurdest du weggeboxt? Oh mein Gott, ich hätte es geschafft! Ich wurde einfach kurz vom Tier rausgeboxt. Oh. Ja, let's go! Dritter Win, Alter! Ich wurde einfach vom Ziel rausgeboxt. Nein! Junge, oh mein Gott. Ey, du hast richtig Pech, glaube ich, gerade, oder? Ey, das kann's doch nicht sein. Wir haben nur noch 5 Minuten, Digga. Wie soll ich das denn schaffen, jetzt hier 2 Siege zu holen, Alter? Ja, ich hatte aber auch richtig Glück. Und zwar, ich habe mich mit einem gerade so gebattelt und der wurde kurz vom Ziel so weggehauen von so einem, von diesem grünen Stab. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte auch richtig Luck mit den Maps, so, ne? Puh, ich war auch echt krank. Ich schaff's mich nicht mal zu qualifizieren. Doch, ich hab mich als letzter qualified, 16, da war ich. 3-3-7-7. Ah, ja. Ich hatte auch mal jemanden, der hieß auch irgendwie Player Lumex oder so. Ich hab hier die größten Tryhards wieder mal in der Runde. Das ist doch wirklich. Der ist richtig belastend. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder Halbfinale. Was? Also was geht? Ich hab's gerade irgendwie geschafft, hier bei Flo Flip zwischen den Würfeln durchzurutschen irgendwie. Oh. Komisch. Ich verkack grad komplett. Ich schaff's nicht, mich zu qualifizieren. Nein! Ey. Oh nein. Boah, das ist wirklich noch nie solche unlucky Runden gehabt hier. So, okay, es sind schon 3 raus von 8. Ich werde schon wieder geboxt hier ohne Grund. Warum boxt ihr mich denn die ganze Zeit? Das ist doch so ehrenlos, ey.
Oh, nice, Finale, Finale. Oh, Space Race, okay. Übrigens noch 3 Minuten 33, du kannst noch eine Runde starten quasi, auch wenn der Counter, ne, fast auf Null ist, kannst du noch starten. Also du kannst immer noch fertig spielen, sozusagen, ja. Okay. Ich werde schon wieder geboxt! Ich bin schon wieder als 16er rein, Digga, weil ich wieder geboxt wurde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, das ist wirklich so ehrenlos krass bei mir, das kannst du mir nicht ausdenken, also wirklich. Oh mein Gott, okay. Ich bin gerade relativ... Ah nein, diese dummen Plattformen. Okay. Humble-Stubble, oh, weiß ich nicht. Oh, oh nein, Digga! Alter. Was sagt die Zeit, Lukas? Und nein! Digga, kurz vorm Ziel, Mann! Noch 2 Minuten 18, also die letzte Runde wahrscheinlich. Die wäre noch so stark. Oh, ey, wenn ich jetzt. Ich bin jetzt Finale. Wenn ich Finale hole, dann könnte ich es vielleicht in der letzten Sekunde noch schaffen, eine neue Runde zu starten. Oh, komm bitte gerne eine Map. Blockdash, das ist eine Map, die richtig lange dauern wird. Oh mein Gott. Okay, 51, okay. Ich bin auf jeden Fall noch in der Runde drin. Oh, kacke. Okay. Oh Gott, ich glaube, ich hab einen rausgeboxt. Ah, oh, doch nicht fast. Schade. Okay. So, Halbfinale. Ja, okay, ich muss, glaube ich, die Runde dann fertig spielen. Der Seitei Shogun ist raus. Wichtig. Der ist rausgeflogen. Sehr nice. Hat anscheinend einfach Karma bekommen. Oh mein Gott, das ist gerade richtig spannend. Das ist jetzt fängt es hier an, schwer zu werden im Blockdash. So. Oh Gott, ich... Was? Was hat er denn gemacht? Oh mein Gott, ich habe gerade irgendwie... Ich hab den besten Spieler der Welt. Okay, tut mir leid. Sorry, er ist der Beste. Tut mir leid, sorry. Er macht einfach irgendwelche Tricks, er springt einfach über irgendwelche Hügel drüber und katapultiert sich über die ganze Map, Digga. Tut mir leid, sorry. Jürgen, lol. Alter, das hättest du sehen müssen. Der läuft einfach gegen so eine Wand, auf einmal fliegt er richtig weit hoch und überspringt einfach alles, Alter. Ich glaube, nee, oder? Ist vorbei, was sagt der Counter? Ja, der Counter ist abgelaufen. Du kannst die Runde noch fertig spielen, wenn du gerade noch in einer bist, aber... Ich hab verloren, ich bin raus. Okay. Also, ich bin noch gerade im Halbfinale in der Floor Flip. Ich muss mich konzentrieren. Vielleicht doch dann Finale, tatsächlich. Ja, vielleicht hole ich noch den Win. Ich weiß nicht, Leute. Mal gucken. Aber ich hatte bisher immer noch keinen Team-Modi. Also, ich habe echt Glück gehabt. So. Also, nicht einmal so. Kennst du dieses Wippen-Problem? Das hatten wir gerade ein bisschen. Ah ja, das ist schon gottlos teilweise. Also, das ist... gar nicht, ehrenlos. Genau, Halbfinale Floorflip, da chillen die immer auf der Wippe und dann habe ich übelst getryert, ja, dass ja, ich da ja, bin. Das ist richtig ehrenlos, ich hasse das. Okay, so, jetzt endlich mal geschafft, Digga. Die ganzen Leute von der Wippe sind gekommen. Okay, jetzt Finale. Jetzt gönnen gute Map nochmal hier. Blockdash, okay. Ah, ich bin mal gespannt, wie lange du überlebst. Ich hab nicht lange überlebt. Also ich habe sehr lange überlebt, meine ich. Also ich habe echt eigentlich... Aber am Ende der Gegner, der hat alles selbst genommen mit seinen Tricks. Der springt einfach irgendwelche gegen Wände und dann... Oh, wow. Ja, normal, klar. Kann halt dauern, weil ich weiß nicht, ob das Schwitzer sind, aber kann schon sein. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde aber schon, glaube ich, schon ein paar krassere Gegner, glaube ich, heute. Mhm. Ja, also am Wochenende halt auch, nicht, ne? So heute wirklich richtig versweatet bei mir, also wirklich. Also alle am Boxen und richtig, also wirklich. Aber ich habe die 4000 Trophäen voll gemacht, das freut mich. Ah ja, das ist nice. Ich von meinen allen Accounts, die Siege zusammennehmen, habe ich safe auch schon über 100 Kronen, denke ich. Okay, es sind 3 raus. 4? 4 sind raus. Oh, heißt noch maximal 3 Leute, die müssen rausfliegen, ne? Ja. Ich glaube, ich habe nicht so eine krasse Lobby erwischt. Ah, vielleicht. Ja, das wäre dein vierter Win heute, ne? Dein vierter einfach. Ja. Oh. Einfach der vierte Win, krass. Okay, ich bin der vorletzte, meine ich. Oh, okay. Okay. Denkst du, das wird was? Ja! Oh, ja! Ich hab's. Oh, stark. Okay, nice. Okay, also wie viel hast du jetzt geholt? Einen! Okay, einen Win? Ja, einen nur leider, ja. Okay. Ja, also ich sag dir ehrlich, Lumex, ich hab 4 Wins geholt. Was meinst du? Ja, aber stark. Seid ihr gegönnt. Ich hatte ein bisschen Unluck mit den Maps, aber sonst trotzdem. Nice. Oh. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Sehr, sehr nice. Ich muss da was zugeben. Was? Ja, ich hab dich ein bisschen geprankt. Was, wie? Ja, ich muss zugeben, ich hab die ganze Zeit einfach in Bot-Lobbys gespielt. Was? Junge, ich hätte eigentlich viel mehr Wins noch haben können, aber ich habe so gefailt teilweise. Aber ich habe einfach in Bot-Lobbys gespielt, um dich ein bisschen zu pranken. Oh mein Gott, ey! Oh
Oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum du die ganze Zeit so viel Wins am Farmen bist. Ich dachte so, hä? Wie krass, aber. Ja, ich wollte dich ein bisschen hops nehmen. Ich glaube, du, viel mehr Wins konntest du gar nicht. Guck mal, ich glaube, Bot-Lobbys dauert das immer richtig lange, wenn die Runden zu Ende sind. Ich habe mich schon so zwischendurch gewundert, warum du so lange immer in der Runde bist. Ich dachte so, hä? Ja, ich habe das auch so vom Timing so ein bisschen angepasst und habe teilweise so gesagt, oh, jetzt Finale, da war ich erst in der ersten Runde. Ja, okay. Genau, Leute. Ne, ein bisschen Prank muss auch mal sein. Ich habe ja gesehen, du hast auch schon ein paar Leute ein bisschen geprankt. Ja, safe muss sein. Ja, genau. Aber eigentlich peinlich, dass ich trotzdem nur 4 Wins geholt habe, Leute. Muss ich ehrlich sein. Also da hätte eigentlich schon mehr drin sein müssen. Aber ich habe wirklich, glaube ich, nur 6 oder 7 Runden insgesamt. Und in 2 Runden habe ich echt reingefailt. Auf jeden Fall witzig. Lass doch mal ein Like da. Kostenlos Abo. Check gerne Lumex ab. Da haben wir auch noch mal ein Video aufgenommen, denke ich mal, oder? Ja, safe. Genau. Und ja, ich bin damit raus. Und ciao, ciao.